Leute, Leute und herzlich willkommen in Linktina Video. Heute wollen wir ein Video mit euch machen und zwar, hier seht ihr schon mal so ein, so gesagt, Strickbrett oder Strickzeichnung, nenne ich mal. Und dann kann man so hier stricken und ihr seht, das ist schon türkis, aber ich nehme so eine Farbe. Hab schon mal ein bisschen angefangen. Hier bin ich schon am Anfang. Ja. Und dann braucht ihr so ein Häkelding. Das hier habe ich von Bloombands. Und dann knotet ihr das hier unten. So. Ja, jetzt fange ich an. Jetzt knotet ihr das hier unten. Und dann ist hier so ein, ich sag mal so eine Strähne. Und dann habt ihr hier noch so eine Strähne von dem Wolle. Also ihr dürft die Wolle nicht abschneiden. Und dann geht ihr, hier ist mein Anfang. Ne, hier ist mein Anfang. Und dann gehe ich hier hoch. Dann mach eine Runde rum und dann mache ich von hinten wieder nach da und dann wieder ringsrum, wieder nach da, ringsrum. Und das macht ihr die ganze Zeit wieder. Also ich kann es super schnell. Manchmal geht es auch ab. Jetzt. Nee. So schnell kann ich das auch nicht, aber nur wenn nichts nervt und so. Und ich mache immer so weiter. Natürlich, wenn ich stricken will, dann brauche ich etwas zum YouTube gucken. Aber hier habe ich keine Zeit dahin zu gucken. Und das mache ich die ganze Zeit. So weiter. Ja, und ich mache das mal eine ringsrum und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt bin ich zum letzten. Ja, hier ist der letzte. Und dann gehe ich nochmal ringsrum. Und dann mache ich hier oben einen Knoten mit dem Streifen. Also, ja. Einen ganz normalen Knoten. Machen. So. Dann ist diese Strähne immer noch da. Und dann macht ihr immer, immer so weiter. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt macht ihr nicht mehr so weiter. Und dann, es kann sein, dass es schwer wird, aber hier mache ich das einfach bei euch. So, ich gucke gerade. So. Hier ist gerade mein Anfang. Und dann nehme ich das untere. Ich versuche mit dem Rand. Stecke ich es unter der unteren. Diese Ding. Und irgendwann muss das klappen. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Und dann nimmt ihr das bis, weil es in der Mitte von dem Stab ist. Und könnt ihr das hier rüberspannen. Ist, das ist völlig egal, wenn es so ist.
Weil wenn ihr das andere macht, dann ist es lockerer, wenn schon. Dann macht ihr das andere, zieht ein bisschen von der Seite und dann geht es einfacher. Und das macht ihr ringsrum hier um auch nochmal. So, ich habe mal wieder eine Runde gemacht und jetzt ist er schon mal dick geworden. Und dann, hier hatte ich doch schon einen Knoten gemacht, hier vorne. Deswegen fange ich jetzt wieder mal an, hier oben zu machen, okay? Nee, so. Wieder eine Rolle. Und das macht ihr die ganze Zeit. Und ja, das mache ich halt die ganze Zeit. Und dann sehen wir uns weiter. Vielleicht bis morgen oder bis heute. Wir sehen uns. Und dann habt ihr hier oben, also hier so, noch so solche Streifen. Und von unten zieht ihr das wieder nochmal hoch. Und dann sehen wir uns, wenn ich das gemacht habe. Ja. Also, ich habe das mal so fertig gemacht. Und das sieht schon mal sehr schön von innen aus. Ich bin aber noch nicht fertig. Mein Kopf passt aber schon rein. Also das ist schon mal ein echtes, schönes Schal. Das konnte ich natürlich nicht von mir erwarten. Eigentlich kann ich überhaupt nicht stricken, aber ja, jetzt kann ich halt stricken. Und morgen zeige ich, also ich sitze jetzt immer noch hier und stricke und dann sehen wir uns morgen wieder und dann zeige ich euch das Ergebnis. Alles klar, schreibt mir in die Kommentare, ob ich mal zeigen kann, wie das am Ende aussehen soll. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann gebt mir einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss, Leute. Tough.